Hallo meine lieben Freunde, ich bin's wieder, euer Robin Hood. Ja, und heute haben wir die dritte Folge von Blitzkrieg 3 am Start. Die Invasion Polens haben wir abgeschlossen. Dann haben wir hier auf Kreta Operation Merkur jetzt auch zum zweiten Mal erfolgreich abgeschlossen. Und jetzt nehmen wir eine Mission, die ich auch noch gar nicht gespielt habe. Diese beiden kenne ich noch nicht. Nehmen wir erstmal diese hier. Stadtrand von Beaumont. Hauptaufgaben, Umgebung von französischen Streitkräften säubern. Ja, alles klar. Gut. Starten wir. Ach so. Nee, wir müssen jetzt erstmal hier Einheiten auswählen, die wir mitnehmen wollen. Da haben wir wie viele Punkte? 250. Dann würde ich sagen, dieser ist sehr günstig. Widerstandsfähigkeit 700. Was hat der? Oh, der hat 1400. Ah, das macht einen großen Unterschied. Front 25 mm, 15 Uhr. Ja. Aha, der hat zwei MGs. Eine 37 mm Kanone. Ja, dann werden wir auf den gar nicht mehr setzen. Da gehen wir lieber auf diese hier. 1, 2, 3. 4. Den nehmen wir noch zweimal Truppen mit. Infanterie. 1, 2, 3. Ja. Geht noch einer? Nee. Passt. Alles klar. Stadtrand von Beaumont. Bin ich mal gespannt. Die Mission kenne ich auch noch nicht. Neuer Auftrag. Die Franzosen wollen unsere Offensive mit ihren schweren Panzern aufhalten. Zeigen wir ihnen die wahre Stärke der deutschen Armee und vertreiben sie aus dem Gebiet. Okay. Schauen wir mal. Müssen wir hier den Fluss überqueren. Hier ist die Brücke kaputt. Hier ist die Brücke heil, ja. Schauen wir uns das erstmal an hier. Aha. Ja, noch sieht es einfach aus, aber das kann sich alles noch ändern. Ja, Kommandant, schon dabei. Ah, da sind schon welche. Moment mal. Oh, da ist noch ein Panzer, der ist gefährlich. Gefährlich, gefährlich, gefährlich. Von beiden Seiten. Jawohl. Unsere Einheiten werden beschossen. Die Panzerung ist zu dick. Oh, da ist ein Bunker. Abzählflugzeug ist bereit. Jawohl. Ach so, der hat eigentlich 1400, seht ihr gerade, Widerstandsfähigkeit. Und der hat jetzt, da seht ihr, wie viel er noch hat, 441. Sozusagen die Lebenspunkte. Gut. Bomber ist bereit. Bomber ist bereit. Okay. Hier sehe ich noch nicht, dass wir die Bombe oder so auswählen können.
Aber wir gehen erstmal vorwärts hier. Ach nee, wir müssen ja hier lang. Okay. Wo schießt ja einer? Da. Ein schwerer Panzer hat sich oben an der Brücke verschanzt. Das wäre eine ziemliche Ironie, wenn wir ihn ausgerechnet mit französischen Geschützen ausschalten würden, nicht wahr? Nee, da müssen wir weg. Da müssen wir weg. Ah, oh, das. Die sind auch noch nicht down hier. Das wird schwer, ich sehe es schon kommen. Ja, der schwere Panzer, der ist richtig übel drauf. Der hat auch eine super krasse Reichweite. Ich hoffe, dass wir ihn down kriegen. Unser Infanterie-Trupp wurde vernichtet. Mach den down, komm, 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 komm. Ah, die schmeißen Granaten, wunderbar. Das ist Munitionsverschwendung. Unser Infanterie-Trupp wurde vernichtet. So, der ist down. Hohe Verluste gehabt, aber wir haben ihn wenigstens geschlagen. Wir sind dabei. Wir kriegen kann. Was? Der steht da immer noch. Aha. Was heißt hier, die Panzerung ist zu dick? Können wir nicht durchbrechen? Unsere Einheiten werden beschossen. Ja, da haben wir jetzt was gelernt. Normalerweise bräuchten wir jetzt einen Bomber. Das schaffen wir nicht. Nee. Ja, so eine krasse Panzerung. Rückzug. Nee. Ja, dann bräuchten wir eigentlich... Aber wir haben ja gar keine Punkte dafür. Das ist das Problem. Dann brauchen wir Punkte. Da kriegen wir keine Punkte. Müssen wir vielleicht einen anderen Weg nehmen. Wir sind dabei. Ah, da können wir auch wieder Verluste einfahren, ja. Zerstört. Sieht gar nicht gut aus. Schieß doch, Jungs. Ah, die haben eine geringe Feuerrate. Das ist auch Panzerabwehr hier. Können wir alle verlieren, wenn wir... Nee, wir haben es geschafft. Ah, da sind welche im Gebäude drin. Wir kriegen hier Punkte, die wir brauchen. Ich glaube, das war's mit diesem Gebäude. Ja, Kommandant. Wir sind dabei. Ich hoffe, hier ist gleich noch so ein starker Panzer auf der Brücke, weil dann kommen wir hier gar nicht rüber. Sieht nicht so aus. Starke MGs drauf, die Panzer, das wird mal richtig rasseln. Sehr gut. Oh. Kriegst du den nicht down oder was? Doch. Nun komm. Jawohl. Schön. Und da haben wir immer noch nicht bekommen. Bestätigt.
Naja, das halten wir nicht lang aus. Das ist wieder eine Panzerabwehrkanone. Ich glaube, das war's. Haben wir mal Glück gehabt. Unser Panzer wurde zerstört. Ja, leider ein Panzer verloren. Da trauert man immer richtig drum. Jawohl. Immer noch keine Punkte. So. Oha. Aha, ich glaube, hier können wir Punkte bekommen. Wenn wir nicht die beiden Panzer beide verlieren, das... Ja. Jawohl. Das... Aber irgendeiner feuert da immer noch so hart. Wer ist denn das? Ach, da ist ein Panzer. Habe ich gar nicht gesehen. Aber das ist ein leichter Panzer, die sollten wir noch bekommen. Ja. Der hat nur ein MG. Das halten unsere Panzerung locker aus. Na komm. Jawohl. Da ist er down. Jawohl. Volltreffer. So, kriegen wir jetzt Punkte, die wir dringend brauchen. Wenn wir diese Flagge hier übernehmen. Die französische Flagge. Wir sind dabei. Reinfahren hier. Jawohl. Geil. Das müsste Punkte geben. Jetzt ist die deutsche Flagge gehisst. Anforderung. Oh, jawohl. Ganze 300 Punkte. Ja, die werden wir wohl auch brauchen. Hm, da hängt sie, die deutsche schöne Flagge. Wunderbar. Gut. Jetzt müssen wir sehen, dass wir die schlau einsetzen. Was haben wir denn hier? Das ist der Karo, ja. Wir sollten mal auf den gehen, ne? Mit dem Eimer davon. Ist auf dem Weg. Karo, den haben wir ja neu. Nehmen wir hier. Ich sehe jetzt hier die Bereiche nicht. Da muss man sich richtig mit den Einheiten ausgehen. Ah nee, ein 28er, der war schlecht. Dann nehmen wir zwei noch von denen. Ist eingetroffen. Oder noch, nee, mehr geht auch gar nicht. So, dann nehmen wir noch. Ja, die sehr ist gut. Auf dem Weg. So. Noch einen kleinen. Verstärkung ist eingetroffen. So, ein Trupp. Verstärkung ist eingetroffen. Nehmen wir lieber die hier. Ein Sturmtrupp. Verstärkung ist auf dem Weg. So, dann nehmen wir noch einmal den kleinen Panzer hier. Verstärkung ist auf dem Weg. Die werden wir... nach oben holen. Verstärkung ist eingetroffen. Wunderbar. Ja, wie ihr seht, also die Mission macht richtig Spaß. Verstärkung ist eingetroffen. So. Wollen wir hoffen, dass wir da nicht auf zu harten Gegenwehr stoßen. Wir werden sehen. Hm. Ich glaube, das waren alle Truppen. Okay. Auf Befehle. Klopfen wir nicht immer auf, wir sind dabei. Ach, hier sehe ich gerade was. Seht ihr das? Die haben gar nicht mehr ihre volle Lebensenergie. Das sind die Panzer, die werden in der ersten, von der ersten Mission bis zur zweiten, dritten immer weiter. Ja, ihr versteht, was ich meine. Dann ist es auch wichtig, dass wir nicht zu hohen Schaden einstecken. Ja, weil da ist der Schaden ja schon vorhanden. Ihr wisst, was ich meine. Alles klar.
Dann ist das nämlich sehr wichtig, auch alles noch strategisch daran zu denken. Weil die Panzer braucht man auch in der nächsten Mission, immer weiter, bis sie dann ganz, also alles verloren haben und explodieren und tot sind, ne? Dann haben wir sie verloren. Wir sind dabei. Ja. Also muss man strategisch echt auf jeden Panzer achten. Und Verluste sind sehr negativ und auch der Schaden, den sie einstecken, ist auch sehr negativ für die nächsten Missionen. So. Aber ich glaube, wir sollten es schaffen, aber ich werde darauf jetzt achten, dass wir nicht zu hohen Schaden einstecken und keine Einheiten verlieren. Kann aber auch so. Alles klar. Nee, das habe ich falsch gesagt gerade alles. Das waren die beiden Einheiten, mit denen wir hier oben das Dorf übernommen haben. Das waren neue Einheiten, sind immer frisch. Das müssen die gewesen sein, diese beiden Panzer, mit denen die waren hier oben drin. Hier unten sind alle Einheiten, die wir auf dem Schlachtfeld haben. Ne? Alle. Auch die hier oben standen, so ist es. Und auch die wir hier neu bekommen haben. Aber neue Einheiten haben immer die volle Widerstandskraft, Widerstandsfähigkeit. Hier werden alle Einheiten auf dem Schlachtfeld angezeigt. Gut, wissen wir das auch. Ja, das ist ja erst die dritte Mission, da muss man immer noch viel lernen. Ja, wollen wir das übernehmen? Ich glaube, das haben wir schon geschafft, oder was? Ist hier kein Widerstand mehr? Doch. Französische schwere Panzer entdeckt. Unsere Luftunterstützung wird kein Problem mit ihnen haben. Oh, da sind die schweren Panzer. Oh. Wir brauchen noch Luftunterstützung. Das schaffen wir nicht, den schweren Panzer. Oder der könnte das schaffen hier, der Jagdpanzer. Das ist unser stärkster Panzer, den wir haben. Ja, voll! Der kann es schaffen. Das ist er hier. Der ist ausgebrannt. Wunderbar, ist er noch? Ja, das ist unser teuerster Panzer, der hier. Der Jagdpanzer. Der konnte den Großen noch auseinandernehmen. Da oben ist noch einer. Jawohl. Wunderbar. So, jetzt geht die französische Flagge runter. Wir müssen die Mission geschafft haben. Auftrag erfüllt. Die Franzosen sind besiegt. Fantastisch. Jawohl. Sehr schön. Und einen neuen Jagdpanzer haben wir wieder dazu bekommen. Der konnte jetzt auch den ganz schweren erledigen. Der hat nämlich ein 75mm Geschütz. Und das reicht auch für schwere Panzer. Und zwei Charo haben wir auch noch bekommen. Kleinen hier, süßen. Ja, wunderbar. So, Fortschritt im Spiel. Wenn du durch die Hauptmission Fortschritte machst, wirst du durch historische Perioden vorankommen. Beim Umzug in eine neue Ära erhalten sie Zugang zu neuen Missionen und Einheiten, die dem jeweiligen Zeitraum entsprechen. 1939 ging es los bis 1941. Dann von 1941 bis 1942 und so weiter. 1942 nachher auch noch bis 1945. Und da war ja das Kriegsende. Ja, wieder was dazugelernt.
Der ist auf Level 2 gekommen. Ja, wunderbar. Ah, das ist eine ganz neue Mission. Die haben wir abgeschlossen gehabt. Und die ist neu. Erstmal in der nächsten Folge, meine lieben Freunde, machen wir Hinterhalt bei Dünnkirchen. Ne? Gut, dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dann, bye bye und vielen Dank fürs Zuschauen.